Innovationen im Umwelt- und Klimaschutz bieten erhebliche Entlastungspotenziale für die Umwelt, und zwar global. Und nicht nur das. Sie ermöglichen zusätzlich vielfältige Chancen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sowie bessere Lebensbedingungen. Mit der Exportinitiative Umweltschutz, kurz ECSI, fördert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Projekte, die genau dazu einen konkreten Beitrag leisten und zusätzlich den Aufbau nachhaltiger Infrastruktur unterstützen sowie Akteure weltweit vernetzen. Im Fokus der NOW GmbH stehen dabei grüne Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien in der dezentralen Energieversorgung weltweit. Dabei geht es vorwiegend um den Ersatz von Dieselgeneratoren zugunsten der Elektrifizierung und Versorgungssicherheit netzferner Gegenden. Momentan verursachen allein Dieselgeneratoren noch einen enorm hohen Treibstoffverbrauch mit einem entsprechend hohen CO2-Ausstoß. Der Bedarf an zuverlässiger und sauberer Stromversorgung ist daher gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern besonders hoch und bietet viel Potenzial. Das Anwendungsspektrum von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien ist von den Systemgrößen und ihrer Komplexität sehr breit und reicht von der Mobilfunkanlage bis zur Stromversorgung für kleine Dörfer und Inseln. Hier können mittelständische Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Sitz in Deutschland ansetzen, um gemeinsam mit internationalen Projektpartnern vor Ort mit ihrem Vorhaben für eine nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Initiieren, vernetzen, fördern. Die Exportinitiative Umweltschutz. Sie sind interessiert oder haben schon eine Projektidee? Dann finden Sie alle weiteren Informationen auf unseren Websites.